bestätigt. Er speichert das Signal und solange ihr nichts anderes macht, bleibt es so. Dieses Signal wird sich nicht ändern. Erst wenn ihr einen anderen Taster betätigt, wird das Signal umgekehrt und wird genauso gespeichert. Ihr seht, hier könnte ich jetzt eine Tür bauen und die ist genau mit dem reagiert genau andersrum als diese Tür. Mit dem mache ich auf, wenn es hier eine 0, mache ich diese, den Schalt, betätige ich den Taster, ist die hier eine 0 und hier eine 1. Dieses Ding könnt ihr für automatische Schienen benutzen oder vieles mehr. Ich benutze zum Beispiel ungerne Schalter. Schalter sind lästig. Deswegen Taster. Ich kann Sachen einfach von allen Seiten aus- und anschalten, so wie ich das möchte. So. Wir bauen jetzt dieses Bauteil anders. Und zwar habe ich ja vorhin gerade eben schon gesagt, man kann aus diesen, eigentlich sind es nur drei logische Gatter, die man braucht. Das ist einmal das Nicht, das Oder und das Und. Aus diesen drei Bauteilen kann man wirklich alles bauen. Deswegen zeige ich euch das mal. Und zwar wird das ein Oder. Und das wird ein Und mit zwei Eingängen. Wir brauchen ein Nicht oder eine Negation. Die kommt dort dran, die kommt dort dran. Und jetzt gehen wir hier ab. Und gehen zum Oder. Wir bauen wieder unseren Klotz, unsere Eisentür. Mit diesen drei logischen Baugatter haben wir jetzt ein ganz einfaches RS-Flip-Flop gebaut. Wir stellen uns auf einen Schalter. Die Tür geht auf. Die bleibt auch auf. Warum? Es ist ein Oder. Sobald ich auf diesen Schalter oder auf diesen Taster trete, kommt hier eine 1-Signal, weil es Oder. Die geht in das Und rein. Dadurch, dass an diesem Taster immer eine 1 kommt, außer ich drücke ihn, sind hier zwei Einsen. Die gehen durch das und ab in den Schalter. Außerdem gehe ich von diesem Und ab und gehe in dieses Oder rein. Das ist eine Selbsthaltung. Eine ganz einfache Selbsthaltung, macht genau das gleiche wie halt euer RS-Flipflop. Erst wenn ich diesen Taster betätige, wird das Ganze resettet, weil das Und ausgeschalten wird. Das Und gibt keine 1-Signal mehr. Am Ende kommt am Oder kein Signal mehr an. Es ist komplett ausgeschalten. Erst wenn ich wieder diesen Taster betätige, geht die Tür auf und bleibt auch auf. Und diesen Taster, um alles auszuschalten. Das ist eine ganz einfache Selbsthaltung. Ihr könnt also auch jetzt, wenn ihr euch überlegt, ja, gut, wofür braucht man denn aber das X-Ohr zum Beispiel? Das X-Ohr braucht man, um einfach Platz zu sparen.
Weil man kann das XOR auch genauso mit den drei logischen Baugattern bauen. Zeige ich euch jetzt aber nicht. Da findet ihr genug im Internet, wie ihr damit hantieren könnt. So, als nächstes kommt eine kleine Spielerei. Und zwar ein Timer. 1, 2, 3, da. Nee. Das war, glaube ich, falsch. Doch, war richtig. Wir bauen dort eine Fackel hin. Wir bauen dort eine Fackel hin. Wir bauen dort eine Fackel hin. Wir brauchen hier eine und da eine. Bauen hier wieder eine Fackel, da eine Fackel. Verbinden das Ganze. Zack und zack und zack. Und schon seht ihr, die fangen an zu blinken. Wenn wir das natürlich hier an unsere Tür anbauen, seht ihr, wunderbar, die Tür geht auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu und immer so weiter. Noch etwas, und zwar um größere Höhenunterschiede zu bewältigen, könntet ihr jetzt natürlich das Redstone-Kabel wirklich ziehen ohne Ende bis Ultimo, immer in Schleifenform. Es geht aber auch anders, und zwar bauen wir dazu des Guten. Zack. Wir bauen ein Kabel, eine Fackel, eine und geht weiter. Zack, 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 zack. So. Das verlegen wir weiter. Zack, 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 zack. Hier kommt wieder unsere schöne Tür hin. Jetzt müssen wir wieder eine Etage höher. Und dort bauen wir eine Redstone-Kabel, Fackel hin. Da bauen wir ein Redstone-Kabel hin. Wir brauchen dort ein Kabel. So. Und hier bauen wir ein Kabel, bauen hier einen Taster, dort einen Taster. Sieht zwar ein bisschen wuß aus, ist aber ganz einfach. Ihr baut immer eine Reihe nach oben. Und die Signale werden von unten nach oben geleitet. Das heißt, ihr habt... Hier kommt ein Signal rein, schaltet alle Fackeln von unten nach komplett durch, bis ihr zum Schluss irgendwo in der Walachei ganz oben seid und dort könnt ihr irgendwas benutzen. Hier habe ich es wieder runtergeleitet, ab zur Tür.
Die Tür hätte auch genauso oben sein können. So, das Besondere ist jetzt, ich kann auch in der oberen Etage das gleiche schalten. Das wäre dieser Taster. Der Unterschied ist, das Signal geht nicht nach unten durch, sondern geht immer weiter nach oben. Wichtig ist dabei, ihr müsst immer nur die Fackel schalten, die wirklich aus ist. Das heißt, die Fackel ist zum Beispiel, ihr müsst die schalten, die an ist, so rum. Die ist zum Beispiel an, die könnt ihr jetzt schalten, zack, und schon funktioniert es. Bei der Fackel würde es nicht funktionieren. Erst bei der da oben, also jede zweite Fackel könnt ihr wirklich benutzen. Das gleiche geht von woanders. Das gleiche geht natürlich auch andersrum. Und zwar ist das allerdings ein wenig aufwendiger. Wir brauchen diesmal drei. Wie machen wir das jetzt? Wir machen hier einfach eine Stopp. Jetzt habe ich Scheiß gemacht. Jetzt habe ich Blödsinn gemacht. Jetzt habe ich Blödsinn gemacht. Zack. Jetzt brauchen wir das Ding nicht. Das brauchen wir so. Wir brauchen das so. Hoppala. Die Fackel hat Freiluft. Das braucht ihr also nicht. Ihr braucht auch nicht